Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir müssen unbedingt, aber sowas von unbedingt, unser Inventar ein bisschen leeren. Dann hauen wir uns aufs Öhrchen und dann geht's wieder ins Gebirge. Ich hab richtig Bock. Ich bin aktuell echt sehr, sehr, sehr hyped. Dann bin ich generell vom Spiel, aber gerade ist so, na wieder neues Gebiet, na wieder neue Sachen entdecken. Da kommt immer mal noch ein bisschen mehr Laune auf als vorher. So, Trophäen. Weg damit, weg damit. Hier passt keine mehr rein. Dann hier. Nicht so viel gesammelt. Das muss erstmal definitiv alles ganz schnell weg. Leder, da haben wir Fell. So, wir haben hier noch ein bisschen Stein. Wir müssen unbedingt dann die Spitzhacke mitnehmen. Das war echt doof, dass ich die vergessen habe. Ich komme immer noch nicht so ganz auf die neue Reihenfolge klar. Weil wir das Harz eigentlich zwei Stück können wir eigentlich auch mal fix hier verballern. Wie sieht es denn eigentlich hier draußen aus? Die leuchten alle noch. Ach, sieht das geil aus. Und das mal alles noch voll ist mit Portalen. Das Holz vielleicht auch durchgehend bis dahinter. Hier weiß ich noch nicht genau. Aber das wird mega, mega geil werden. So, wir haben noch ein paar schöne Himbeerchens. Wir haben noch ein bisschen Fleisch. Kommt auch mit hier rein. Und wir haben noch Blaubeeren. Die habe ich irgendwie hier drüben. So, Mist, jetzt wird es schon hell. Na gut, eigentlich nicht Mist, ist ja gut. Ausgeruht Skill ist auch so gut wie voll. Können uns nochmal schnell hinsetzen. Wir wollten nämlich auch unbedingt mal noch die Maipole bauen. Holz, Löwenzahn, Distel. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Holz, Löwenzahn, Distel. Holz, Löwenzahn, Distel. Mehr ist es doch gar nicht. Oh Gott, das Ding ist ja riesig. Aber wenn, dann gleich hier mit hin, oder? Jetzt müssten wir nämlich auch auf Gemütlichkeitsstufe 9 kommen, wenn wir hier unten sind. 7, 9, ah okay, jetzt 9. Ich wollte mal gucken, wie groß der Radius ist. Und damit müssten wir jetzt eigentlich auf 16 Minuten kommen. Komm schon, gib mir den Ausgeruht-Skill. Jawohl, 16 Minuten. Geil. Ich glaube, wir können auch noch mehr davon bauen. Wir belassen es jetzt erstmal dabei. So, und holen uns noch ganz schnell die Hacke. Werkzeug, Werkzeug, wo ist sie? Metallhacke, Eisenhacke meine ich natürlich. So. Nochmal schnell repariert. Ach, wir haben keinen Frostwiderstand. Mist. Jetzt war ich doch ein bisschen zu voreilig. Einen haben wir noch. Naja, wir gehen mit dem einen jetzt mal hoch, weil ganz ehrlich, jetzt nochmal ein Met brauen lassen. Also, ja, eigentlich könnten wir den schon mal starten lassen. Oh Mann, ich will die ganze Zeit hier losrennen, ihr merkt das schon. Und jedes Mal fällt mir wieder irgendwas ein, was wir vergessen haben. Wo ist der Frostwiderstand? Honigdistel, Blutsack, Auge. Honigdistel, Blutsack, Auge. Honigdistel, Blutsack, Auge. Nee, hier. Honig haben wir, Distel haben wir, Blutsack haben wir hier auch und Auge ist auf der anderen Seite. Gib mir das Auge. Dann lassen wir das mal ganz schnell hier brutzeln. Und können das noch eben fix... Ach, der Fermentierer steht ja mittlerweile oben. Da reinschmeißen. Mit dem einen können wir ja zumindest schon mal 10 Minuten da oben lang schauen. Und wenn wir uns schlau anstellen, schaffen wir es in den 10 Minuten ein bisschen Silber zu finden. Dann können wir uns nämlich den Wolfsumhang bauen und haben generell kein Problem mehr, was die Kälte angeht. Das wäre jetzt eigentlich der Plan. Müssen dann bloß mal gucken, wie es dann mit den Drachen ist, wenn die auf uns Eis spucken. Wie viel mehr Schaden das dann macht, wenn wir keinen Met haben. So, Distel und Auge noch weg. So, und dann haben wir noch ganze... Naja, ja doch, wir sind wieder voll auf 16 Minuten ausgeruht. Das passt. Da kommen wir die Folge mit durch. Rein theoretisch, aber ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Könnten wir auch langsam mal ein Portal da oben aufstellen. Dann brauchen wir nicht jedes Mal so weit laufen. Schaffe ich das? Ah, das schaffe ich nicht. Ah, verdammt. Wir müssen von hier aus springen. So.
Ja, es wäre eigentlich mal Zeit für ein Portal, dann brauchen wir nicht immer laufen. Wo ich das gar nicht so schlimm finde, weil wie man sieht, man nimmt immer mal eine Nixe oder Wildschwein oder Hirsch mit. Wenn man die ganze Zeit immer nur hin und her teleportiert, dann sammelt man die ganzen Kleinigkeiten nicht mehr auf, die man früher oder später aber mal noch braucht. Ach verdammt, dich habe ich zu spät gesehen. Und trotzdem gekriegt. So, hatten wir uns das Silber schon markiert? Ja, guck mal, hier hatten wir das, aber das konnten wir noch nicht. Und hier hatten wir Wünschel. Das Obsidian kriegen wir wahrscheinlich erst mit einer Silberhacke. Ich weiß es nicht, also Silberspitzhacke natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall konnten wir es mit der Eisenspitzhacke noch nicht abbauen. Mal schauen, wie lange wir generell hier rumlaufen können, bevor wir den Trank brauchen. Ich glaube, ein paar Sekunden kommen wir damit klar. Offiziell sind wir auch noch im dunklen Wald. Ah, wir müssen. Es geht leider nicht anders. Das kostet uns jetzt wieder eine Menge Zeit. Aber jetzt mit dem Edelholzbogen auch noch auf der 4. Schaut mal, da haben wir den fast tot, bevor der überhaupt bei uns ist. Nein. Ich würde eigentlich ganz gern mal Nahkampf machen. Guck mal, er läuft einfach nur. Und 18 Schaden. Ist okay. Und wieder. Ist vollkommen okay. Also können wir uns in Zukunft auch mal in die Trollhöhle wagen. Oder in die Trollhöhlen, die wir alle schon gefunden haben. 5-6 Schläge von ihm halten wir auf jeden Fall aus. Ich muss sagen, seitdem wir den Objektständer jetzt mal selber nutzten und das erste Mal aufgestellt haben, seitdem sind wir die... Boah, wir sind schon wieder fast voll, ey. Guckt euch das mal an. Wir sind noch nicht mal im Gebirge angekommen. Na gut. Plan ist Silber. Ja, seitdem wir den ersten Objektständer aufstellten, muss ich sagen, finde ich es richtig geil, dass wir wieder Trophäen kriegen. Vorher war das für mich so voll Schmutz. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf Trophäen. Weil wir einfach so viele davon hatten und ich nicht wusste, was wir damit sollen. Aber mit dem Objektständer, gerade so Troll... Trophäe hat seitdem wieder einen ganz anderen Anreiz für mich, auf Jagd zu gehen und die zu sammeln. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Wünschelding war auf jeden Fall weiter oben. Bin mir nicht sicher, ob wir hier drüben dann noch hochkommen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Irgendwo da oben ist das angeschlagen. Wäre echt geil, wenn wir die Folge das erste Silber finden. Und uns den Wolfumhang schon bauen können. Na, ich wusste es. Au, au, au. Ja, die sind echt nicht so schwer, die Drachen. Man muss halt nur ein bisschen gucken, dass man sich nicht treffen lässt. Ansonsten gehen die eigentlich gut klar. Na, Wölfe, die sind schlimmer. Die sind um einiges schlimmer. Guck mal, die machen so viel Schaden wie... Oh shit. Machen so viel Schaden wie ein Troll mit einem Schlag. Und mit einem Biss. Wir haben bloß... Ah, wir haben fast keine Ausdauer. Oh shit. Oh, wir... Nein, wir... Nein, wir dürfen nicht schon wieder sterben. Das gibt's nicht. Gib mir hier einen Trank, Trank, Trank. Warum habe ich den nicht eher eingesetzt? Mann, das war schon wieder ganz schön eine knappe Geschichte. Eine knappe Geschichte. Ich kann kaum noch reden hier. Ja. Ja, die Wölfe haben es echt in sich. Also auf jeden Fall dürfen wir nicht mehr ohne Tränke rein. Dann müssen wir halt ein bisschen nach der Ausdauer gucken. Wir haben eigentlich genug, aber hier muss man halt im Gebirge auch immer so viel springen, um irgendwo hinzukommen. Wenn dann gerade vorher noch ein Drache am Start war, man hier mit fast null Ausdauer gegen zwei Wölfe kämpft, ist halt irgendwie nicht so geil. Wir müssen ja echt immer mal ein bisschen aufpassen. Das ist auch Obsidian, ja. Das ging ja damit nicht, ne? Oh doch? Frostpfeil, Obsidianpfeil, Giftpfeil. Werkzeugregal, na geil. Waren wir das letzte Mal mit einer Bronzehacke unterwegs? Ist auch auf Stufe 1, haben wir uns die erst gebaut? Weiß es schon gar nicht mehr. Aber anscheinend. Okay, also geht's mit der Eisenhacke. Müssen wir mal gucken, wo das Ding hier ausschlägt. Wird das mehr oder weniger?
fühlt gar nichts von beiden. Ich glaube, jetzt wird's besser. Oh ja, ich glaube jetzt. Sind auf jeden Fall richtig. Ist das jetzt schon Maximum? Ich würde fast sagen, ja, oder? Wir probieren es mal. Wir holen uns erstmal ein bisschen Obsidian. Jetzt ist das Inventar natürlich voll. Da müssen wir das Harz mal wegwerfen. Dann würde ich sagen, wir hacken hier einfach mal rein und gucken mal, oder? Was hier so passiert. Bisher nur Stein. Ich weiß halt auch nicht, wie tief wir dafür graben müssen. Halt auch die Frage, sind wir schon richtig oder wird das noch mehr? Hier wird es auf jeden Fall langsamer. Ich glaube hier. Auf jeden Fall hier irgendwo. Ich hoffe mal, wir machen das überhaupt richtig. Ja, wir machen das richtig. Silberader, geil. Ich habe mir vorher tatsächlich noch nie was zu angeguckt. Und geil, es wird auch direkt auf Englisch angezeigt, sobald wir draufhauen. Und gucken wir mal, Silbererz. Gut, noch kein neues Rezept, weil wir müssen es ja vorher erstmal wieder schmelzen. Ich hoffe mal, dass das im Schmelzofen geht. Beim Schwarzmetall ging es ja leider nicht. Ja, ich habe mir tatsächlich kein Video oder so angeguckt. Ich hatte ja bloß den Kommentar von euch, dass ich die Wünschelrute brauche, um halt Silber zu finden. Aber wir haben es uns selber beigebracht. War ganz okay soweit. Sehr schön. War es das schon? Ne, hier ist noch ein bisschen was. Wie viel haben wir jetzt schon raus? 5 Stück? Ja, ich hatte übrigens letzte Folge vergessen, den Kommentar einzublenden, den ich erwähnt habe. Tut mir leid an der Stelle. Ich werde es in dieser Folge jetzt leider auch nicht schaffen. Aus dem einfachen Grund, dass ich schon wieder zeitlich eng dran bin. Morgen bei der Folge, versprochen, blende ich auch mal wieder ein paar andere mit ein. Habe ich jetzt leider die letzten Folgen nicht so ganz geschafft. Aber irgendwann kommt es, um besser spät als nie. So, wir hauen mal das ganze Stein weg, weil das Silber ist mir gerade echt lieber. Dann können wir das ja bestimmt heute noch in den Schmelzofen werfen, wenn das so funktioniert. Ich hoffe sehr. Wie sieht's denn aus? Wir sind bei 13 Minuten. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. So, 300 Kilo haben wir voll, 12 Stück. Wir können das erstmal jetzt hier wegmachen und wir nehmen uns jetzt mal dafür diese Dinger hier. Silber. Hier ist an sich noch was, wir kriegen aber nicht mehr wirklich was ins Dings rein. Ja, wir haben das jetzt erstmal markiert und holen uns später das Ganze neu oder holen uns noch mehr davon. Die Sache ist, wir haben halt auch bloß noch gute 3,5 Minuten Frostwiderstand. Wenn wir jetzt dummerweise auch noch irgendwie in den Kampf geraten sollten, wäre es richtig schlecht, wenn dabei auf einmal noch Schaden durch Erfrierung kommt. Na, sage ich doch. Der hat mich natürlich sofort entdeckt, ne? Ach, ist das doof. Ich treffe den nicht. Na super. Ich treffe den einfach gar nicht. Ah, natürlich, natürlich. Mann, Mann, Mann. Wie viel Pech muss man haben? Er wäre schon längst tot, wenn ich den getroffen hätte. Au, 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 geh weg. Wir könnten natürlich auch den Knochenwanz noch aktivieren, aber finde ich gerade ein bisschen Verschwendung, ehrlich gesagt. Okay, der Wolf kommt mit bis hier runter. Der Drache auch. Ach, schade. An sich sind die wirklich easy. Also ich mag die Drachen. Die Wölfe sind echt schlimmer. Jetzt ist er tot. Da haben wir ihn. So, dann gib mir mal dein Zeug. Gefrorene Drüse.
Was liegt hier noch Schönes? Wolfszahn. Ne, das brauchen wir unbedingt. Dann haben wir die Hirschtrophäe weg. Nehmen den Wolfszahn mit und rohes Fleisch. Ja, das können wir noch mitnehmen. Was haben wir denn jetzt alles sammeln können? Wir haben 12 Silber gesammelt. Wir haben 12 Obsidian. Nochmal 3-mal Wolfspelz und 2 gefrorene Drüsen. Ja, lief doch cool. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Ach, schaut mal hier. Hier seht man es noch. Ich wusste gar nicht, dass das noch markiert ist auf der Karte. Wiedergeholt habe ich mir das. Das war der letzte Tod, wo ich einfach nur Holz gesammelt habe. Ach komm, das eine rohe Fleisch jetzt. Werfen wir das Stein erstmal weg. Ja, man sieht hier sogar noch das Holz. Ich habe mich da nicht nochmal hingetraut. Hier war ich überall Holz sammeln, habe alles abgehauen. Und schaut mal, das ist fast direkt neben unserer Basis. Hier. Und auf einmal von oben, bam, Drache schießt. Ich habe den nicht mal gesehen. Ich war einfach nur tot. Konnte nichts machen. Ich meine, mit der Eisenrüstung jetzt würde das besser funktionieren. Da halten wir mehr als eine aus. Aber das war ja, glaube ich, die Zeit, wo wir noch gekämpft haben, die Eisenrüstung wiederzukriegen. Da war ich halt bloß in entweder Bronzerüstung, ich glaube Bronzerüstung unterwegs. Ja, was willst du da machen, ne? Halt anscheinend wirklich nah am Gebirge. Also, die haben anscheinend einen großen Radius auch um das Gebirge drumherum. So, cool, wir können Silbererz hinzufügen. Machen wir hier 6 Stück rein. Hier war noch was anderes drin. Unser erstes Silber brutzelt. Wir schaffen das die Folge noch. Und können uns da mal angucken, was schön für Rezepte rauskommen. Was für neue Rezepte rauskommen, wollte ich sagen. So, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle. Da haben wir es. Oh, oh, ist es das? Bam. Wolfsbrustschutz, Wolfsbeinschutz, Silberpfeil. Burger Reißzahn, Silberschild, Wolfszahnspeer, Silberschwert, glaube ich. Das war's. Dass das immer so schnell weg sein muss. Aber geil, Burger Reißzahn ist da und alles in Silber nochmal, die ganze Ausrüstung. Als erstes machen wir uns den Umhang. Gucken gleich mal, was wir dafür brauchen. Das wird ja dann auch an der Schmiede sein, ist ja effektiv ein Metall. Wolfsbeinschutz, Wolfsbrustschutz, obwohl... Ich glaube, der Umhang wird wahrscheinlich nicht unbedingt hier an der Schmiede sein. Aber lasst mal kurz schauen. Gibt es denn eine Silberspitzhacke? Sieht nicht so aus. Eiserner Streitkolben, aber da gibt es auch keinen silbernen Streitkolben. Es gibt tatsächlich aktuell nur diese ganze Silberschwert gibt es. 75 Schaden. 73 lohnt sich also erstmal nicht. Ist zwar noch Stufe 1 hier drüben. 40 Silber, wow. Jetzt wird es aber langsam teuer. Denn klar, wir können das Silberschwert dann noch upgraden, dann wird das mehr machen als der hier, aber aktuell lohnt sich es noch nicht. Hier haben wir einen Speer. Speere haben wir generell noch gar nicht probiert. Silberschild würde ich wirklich ganz gerne mal ausprobieren. Oder ganz gerne holen, weil wir rennen doch mit Bronze rum. Da haben wir einen Blockwert von 50 und gehen hier auf 75, war es, genau. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Der eiserne Turmschild hat auch 75, aber das Silberschild sieht schon ein bisschen stylischer aus. So, die Eisennägel müssen wir da mal noch machen fürs neue Boot. Aber so viel ist es gar nicht. Der Torger Reißzahn noch. Brauchen wir 10 Glibber. Aber ansonsten gibt es gar nicht so unbedingt alles. Pfeile gibt es noch, aber ansonsten ist das diese ganze Wolfsgeschichte. Rüstung von 20, der Brustschutz. Wir haben aktuell auch 20. Also es geht genau damit los, wie unsere Eisenrüstung auf Volllevel ist. Also wird das dann abgegradet natürlich sich lohnen. Jetzt lasst mal schauen, ob wir den Umhang hier drüben machen können. Weil ohne Mist, wir brauchen den. Der Sprecher, ich sehe ihn leider nicht. Wo ist dieser Umhang? Hirschfeld-Rollleder-Umhang, aber kein Wolfsumhang. Nee, sehe ich aktuell noch nicht. Schade. Da muss ich nochmal googeln. Den Obsidian-Pfeil können wir dann bald bauen. 52 Stechenwert im Vergleich zu Eisen ist wie viel?
Wir hätten auch hier gucken können. Wo ist denn der Eisenpfeil? Oder wir gucken mal im Vergleich zum Feuersteinpfeil. Also 52 zu 27, das Doppelte fast. Das lohnt sich. Ah, wir brauchen unbedingt den Umhang noch. Da müssen wir natürlich mal schauen, was noch fehlt. Aber das erste Silber, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge vor. Das Schild möchte ich mir bauen. Die Rüstung natürlich früher oder später auch noch. So, wirfst mal hier rein. Nee, das war's doch gar nicht. Das hier war's. Und wir haben hier auch noch ein Kupfer. Die Erzkiste hatte ich weggemacht, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, weil ich mir gesagt habe, dass wir die Erze jetzt immer hier mit reinschmeißen. Alles schon verbraucht. Okay, da müssen wir bloß noch warten, bis das fertig ist. Dann können wir aber definitiv hier die 8 Dinger mal noch mitnehmen. Wir nehmen nochmal ganz schnell die 2 mit, werfen die noch rein, dann ist zumindest alles schon mal fertig. Wir sind schon wieder in der Überlänge. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich google nochmal, was wir genau für den Umhang brauchen. Ich sage mal, wir werden zur nächsten Folge bestimmt auch den Met des Frostwiderstands fertig haben. Ich werde heute wahrscheinlich nochmal ein bisschen Zeit vergehen lassen im Spiel. Aber mit dem Umhang wäre das natürlich nochmal eine Nummer schöner. Ich freue mich. Nächste Folge geht's wieder ins Gebirge. Bis dahin. Macht's gut.